die deutsche Wochenschau. Zur großen Überraschung des Feindes griffen unsere Streitkräfte im Ostflügel des Schlosses zum Gegenangriff an. Hunderte von Stahlgeschossen aller Kaliber wurden auf den Feind abgefeuert. Doch die Lokomotive war nicht zu bremsen. Egal wie viele Kugeln man in sie schlägt, die Lokomotive brummt unentwegt. Unsere Streitkräfte vermögen einen Feind nicht aufzuhalten, der über Minen läuft, als wäre es Wackelpudding. Sogar gegen unsere laborentwickelte Geheimwaffe ist der Feind bestens gewappnet. Nach langem Kampf mussten die Waffen beiseite gelegt werden. Doch wir geben nicht auf. Statt einer weißen Flagge wird eine weiße Fliegenklatsche geschwungen. Unsere Truppen treten den Gang in den Keller des Schlosses an, zur Besorgung neuer Waffen und um den perfekten Moment für einen erneuten Gegenangriff abzuwarten. Wir schalten jetzt zurück an die Kriegsfront. Willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village mit Mods. Ich musste mich nach einem langen Kampf hier nach unten zurückziehen. Die Waffen, die ich bis jetzt gegen die Lady eingesetzt habe, waren leider alle komplett ineffektiv. Keine hat irgendeinen Schaden hinterlassen. Und weil mir auch langsam die Munition ausgeht, muss ich zuerst mal zurück ins Dorf und neue Waffen holen. Hallo? Waffenhändler? Hallo, bist du hier drin? Oh hey, ganz ruhig! Wer sind Sie? Ich bin's, ich brauche eine neue Waffe. Geben Sie die hier! Danke, eine Raygun! Nice, dankeschön! Ich gehe dir mal wieder, tschüss. Ich glaube, ich bin jetzt perfekt ausgerüstet. Zumindest viel besser als vorher. Guckt euch das mal an. Das ist die persönliche Badewanne der Lady. Ey, da geht mir einer ab, wirklich. Was haben wir denn hier? Ihr Lippenstift. Damit reibt sie immer ihre Räder ein, damit die ordentlich rollen. Ist sie hier irgendwo? Hey, Pappnase. Yo! Aua, 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 aua! Okay, mal schauen, was meine Raygun so drauf hat. Scheiße. Ich wusste, es bringt nichts. Wann hast du denn endlich genug? Lass uns das schnell beenden. Was für schnell beenden? Du jagst mich jetzt schon seit gefühlt Wochen. Schönes Bild. Oi! Pass auf, du machst doch das schöne Bild da kaputt. Oh, guck mal, was wir hier haben. Das Thumbnail von der letzten Folge. Schau mal, wie schön es ist. Au. Ich glaube, sie mag mich nicht. Keine Ahnung, ob sie irgendwo etwas gibt, was mir helfen kann. Hey, du. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Wenigstens kann ich ihr Lippenstift verkaufen. Cash auf ihren Nacken. Oh, ein Familienbild. Das ist ja voll das süße Foto, was ihr gemacht habt. Ist ja nicht so unhöflich. Geht zu weit. What the fuck? Oh. Oh mein Gott. Warum bist du so riesig? Warum bekommst du ein Upgrade? Hey, hilf mir. Deal was it. Zum Glück gibt es noch einen anderen Waffenhändler, der mir mehr hilft als du. Hey. Waffenhändler. Hey. Ich bin's nochmal. Ich brauch nochmal Nachschub. Ey, Alter, jedes Mal. Du lädst auch nie dazu, ne? Wer sind Sie? Oh Gott, ey, dein Alzheimer ist wieder schlimmer geworden. Komm, jetzt bring mir eine Waffe. Was? Nee, die nehme ich nicht. Die ist mir zu langweilig. Ich will was Besseres. Ah, viel besser. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich liebe dich. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh Gott! Oh, das ist unmöglich. Au! Stirb! 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 Es muss doch eine Lösung geben. Irgendetwas, um sie aufzuhalten. Irgendetwas! Feuer vielleicht. Ja, wobei. Da dampft die Lokomotive noch. Oh, was ist das? Lass die Glocke klingeln! Natürlich! Das ist immer die Lösung. Die Lösung hängt die ganze Zeit an dieser Wand. Lass die Glocke klingeln. Das macht mathematisch gesehen absolut Sinn. Oh, hey. Au. Okay, definieren wir die Ziele nochmal neu, ja? Hauptziel, Lokomotive aufhalten. Sekundäres Ziel, die Glocken klingeln lassen. Drittes Ziel, überleben. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Ja, da kann ich euch jetzt leider nicht weiterhelfen.
Hallo und tschüss. Au, au. Ja. Musste das sein? Wie sie reinkommt, mich slappt und dann wieder rausgeht. Was? Er kommt raus? Das muss bestraft werden. Da bist du. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Was hast du jetzt erwartet? Oh. Komm, geh rein, geh rein. Oh, nicht du. Ich hasse Fliegen. Hier, mach einen Abflug. Frische Luft für dich. Du bringst mich um. Nee, ich schlag dich doch nur. Komm mal runter. Das kann nicht dein Ernst sein. Natürlich ist es mein Ernst. Mein voller Ernst ist das. Aua. Kämpfen wir jetzt schon mit Schwertern, hä? Das kann ich nämlich auch. Du bringst mich um. Komm, stirb jetzt. Tja, was soll man denn dazu noch sagen? Hättest du mal lieber Dufix abonniert, wäre das vielleicht nicht passiert. Soll das die Lady sein? Also, um es jetzt mal schonend auszudrücken, da fehlen ein paar Details. Ne? Lass die 5 Glocken erklingen. Seht ihr? Ich habe euch gesagt, lass die Glocken klingeln. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Hier haben wir schon mal eine. Oh, da kommt noch eine. Das war die zweite. Hier ist noch eine. 4 und 5. Ja, lass die Glocken klingeln. Wow. Ich wusste es. Prophezeiungen lügen nie. Ich weiß zwar nicht, was das alles jetzt noch mit Hogwarts zu tun hat, aber ist jetzt auch egal. Sieh an. Genau das habe ich gebraucht. Das wird die Waffe sein, die all dem ein Ende setzt. Nehmen wir den Lift zurück. Willkommen zurück im Fahrstuhl. Wir hoffen, Ihnen gefällt die Fahrt mit der Deutschen Bahn Fahrstuhl. Und nun der Fakt des Tages. Wussten Sie, dass Spinnen beim Geschlechtsverkehr sind angekommen? Sie befinden sich im Erdgeschoss. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Schnauze! Was bin ich sehend? Es gibt kein Zurück mehr! Also ich hoffe, es gibt ein Zurück für dich. Weil ein Vorwärts scheint es ja nicht zu geben. Oder wie wär's mit einem Runter? Ich kann die mal aufhören, immer zu spawnen! Hör mal auf, du Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles gesehen, Leute. Wirklich. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ich habe gerade etwas Neues entdeckt und ich bin nicht glücklich darüber. Um dem Schloss zu entkommen, muss ich... Es gibt kein Entkommen. Doch, ich wollte gerade erklären, wie ich rauskomme. Ah! Ich wollte doch nur erklären, wie ich... Nur um euch ein bisschen zu erklären, was ich hier mache. Ich muss 4 Masken sammeln für diese 4 Statuen und dann kann ich hier wahrscheinlich entkommen. Eine habe ich schon mal und die anderen... Au! Kannst du aufhören? Du mobbst mich! Das ist Mobbing! Das ist Mobbing! Wir müssen noch die anderen 3 finden. Die zweite ist direkt hier. Die habe ich aus irgendeinem Grund vergessen gehabt vorhin. Und die dritte hole ich mir auch gleich. Oder auch nicht. Wenn ich einfach so tue, als welchen Stein, dann wird sie mich nicht sehen. Was? Wie hast du mich jetzt gesehen? LOL. Was ist mit der los? Was hat denn die geraucht? Die dritte Maske. Die müsste hier irgendwo sein. Hier ist sie ja. Oh, na toll. Tja, hier komme ich wohl so schnell nicht mehr raus, ne? Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Familienbild. Ich glaube, die Lady schämt sich für ihre Familie. Deswegen versteckt sie ihre Familienbilder an irgendwelchen Orten, wo niemand sie sieht. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten dich bereits. Was? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du weißt nicht, was ich hier hab. Glaub mir, du wirst es nicht mögen. Einfach perfekt. Einfach perfekt, ja. Komm her, ich zeig dir, was perfekt ist. Guck. Du hast die Jagd verdorben. Die Jagd ist eröffnet und zwar auf dich. Da, da, da.
Und tot. Snap. Okay, das war die dritte Maske. Jetzt fehlt noch eine. Dafür muss ich nochmal durch den Fahrstuhl nach oben. Willkommen zurück im Fahrstuhl. Wir hoffen, Ihnen gefällt unsere Musikauswahl. Nächster Halt, Dachgeschoss. Und nun der Fakt des Tages. Lady Dimitrescu liebt es, ihren Liebhaber ans Bett zu fesseln. Ihre Fahrt ist beendet. Bitte aussteigen in Fahrtrichtung links. Country roads, take me home to the place I belong. Hey, sag mal, Ruhe hier! Hallo! Stopp! Ich sagte Stopp! Geht doch. Nosegope! Nosegope! Hier ist sie. Die vierte und letzte Maske. Jetzt muss es schnell gehen. Hier. Erste Maske. Trauer. Verzückung. Freude. Und Zorn. Raus hier. Wo sind wir jetzt? Gute Frage. Was ist da drin? Eine Packung Rösti? Ein Schweizer Taschenmesser? Ein Dolch. Du hast alles ruiniert! Aua! Nein, mein Dolch! Ja, ich glaube, da unten ist gerade jemand gestorben. Was passiert mit ihr? What? Da hat die gerade Flügel bekommen? Ich glaube, sie hat Red Bull getrunken. Sie hat Red Bull... Was ist das denn? Angriff! Okay, wir brauchen eine Strategie, ansonsten wird das nichts. Ah, ich hab was. Da bist du ja. Nimm das. YOLO. Bist du eine Ladung Schrot in den Hintern? Hä? Ist das, was du willst? Stehst du darauf? Hä? Ey, das muss doch nicht sein, ey. Denk doch mal an die ganzen Leute, die gerade unten vorbeilaufen und das einen aufs Maul bekommen. Das ist auch gar nicht übertrieben oder so. Was gibt dir das Recht, das Leben deiner Tochter über das meine zu stellen? Kurzen Moment, ich muss kurz mein Scharfschützengewehr ausrüsten. Danke fürs Warten. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Ah. Es folgt eine Eilmeldung an das deutsche Volk. Nach einem langen, bitteren Kampf konnte die feindliche Lokomotive von unseren Truppen besiegt werden. Endlich ist das Scheusal tot. Voila, ich hol mir jetzt Döner mit Extrabrot. Zur Belohnung dieses grandiosen Sieges wurden unsere Truppen mit einer goldenen Fliegenklatsche ausgestattet. Mögen sie auch in Zukunft siegreich sein. Und deswegen, Kinder, trinkt man keinen Red Bull. Weil dann endet man wie die hier. Aber für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel. Ich habe Hogwarts hinter mir gelassen. Und bin jetzt bereit für die nächste Reise. Ich hoffe, euch hat diese Folge Resident Evil gefallen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, bitte unbedingt Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne einen Kommentar. Und vergesst auch nicht zu abonnieren, denn das würde mich auch sehr freuen. Gerade mal 30% der Leute, die das hier gucken, haben abonniert. Und das ist ziemlich bananig. Es war mir auf jeden Fall wieder ein inneres Red Bull trinken. Links kommt jetzt zu meinem neuesten Video. Rechts kommt ihr zur letzten Folge Resident Evil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!